Jule, am Ende eine 2-5 Niederlage hier bei Real Madrid. Wie würdest du dieses Spiel, dieses wilde Spiel irgendwo auch zusammenfassen? Ja, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Wir haben eine gute Halbzeit gespielt und eine, wo wir 5 Tore kassieren. Und das ist am Ende leider am Ende nicht ausreichend, um hier zu bestehen oder um einen Punkt zu entführen, was auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, die guten Sachen natürlich mitzunehmen. Aber für nächsten Samstag zu analysieren, dass du die schlechten Sachen am liebsten hier in Madrid lässt. Wir haben ein wichtiges Spiel jetzt am Samstag. Den Switch zu finden ist nicht ganz einfach, aber auch das werden wir hinkriegen. Wir saßen fast unterm Dach auf der Pressetribüne und waren total geflasht in der Halbzeitpause. Haben wir 2-0 geführt und dann auch ein bisschen erstaunt im zweiten Durchgang. Was hat da nicht mehr so geklappt wie im ersten Durchgang? Es ist natürlich ein Wahnsinn, wie wir die Tore kassieren. Zum Teil, weil wir einfach den Madrid-Spielern die Bälle selber vor die Füße spielen. Aber nichtsdestotrotz waren wir, ich fand schon dann einfach in der zweiten Halbzeit zu passiv. Wir haben uns zu sehr reindrücken lassen. Eins war klar, sie haben darauf gewartet, dass sie das 2-1 schießen. Dann kommt das Stadion, dann sind sie da und dann haben sie auch am Ende eine Selbstsicherheit, wie womöglich keine andere Mannschaft so. Und wir haben es dann leider zu passiv agiert, haben so machen lassen, haben dann das 2-1 richtig bekommen und waren dann in einem Strudel gefangen, wo wir es nicht mehr geschafft haben, uns rauszulösen. Ich glaube, dass es gerade hier im Bernabeu oder gerade gegen die Mannschaft möglich ist, auch wieder das Stadion zu beruhigen, indem man durch Ballpassagen, indem man den Ball hält. Aber wir haben uns verunsichern lassen, das hast du in der zweiten Halbzeit einfach gesehen. Hat ja eigentlich noch die Riesenchance dann aufs 3-2 durch Maxi Bayer. Ja, also am Ende ist es nah beieinander, dass du am Ende das 4. und 5. Tor kriegst, macht es jetzt nicht unbedingt besser. Aber klar, ich glaube, oder ich hatte jetzt eben kurz mal einmal geguckt, ich glaube, das 2-2 fällt, glaube ich, in der 82. Also es ist alles andere, wenn ich... Das 3-2 ist richtig. Dann, also bis dahin war ja noch alles sehr knapp, sehr offen und... am Ende kassierst du die Tore dann zu einfach und das macht das Ergebnis dann natürlich so bitter. Aber wie gesagt, es ist wichtig, jetzt ganz, ganz klar zu filtern, was du gebrauchen kannst, was wichtig für dich ist und was vielleicht auch einfach, ja, was man auch abschütteln sollte für das Spiel. Weil das Gute ist in englischen Wochen, du hast natürlich jetzt direkt die nächste Chance, aber du musst die richtigen Sachen daraus ziehen.